Hallo, wenn ihr eure Besucher besonders gut ins Bild bekommen wollt, bieten euch die Videosprechanlagen von Bettigino die Möglichkeit, externe Kameras anzubinden. Wie das nun funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Oft lassen es die baulichen Voraussetzungen nicht zu, Standardtürstationen mit integrierter Kamera optimal einzusetzen. Dem kann abgeholfen werden. Das Kamera-Interface erlaubt es, analoge CCTV-Kameras von beliebigen Herstellern an die Videosprechanlagen von Bettigino anzubinden. Hier werden viele unterschiedliche Bauformen angeboten, die die gewünschten Anforderungen fast immer erfüllen. Kompakt- oder Bullet-Kameras sind universell einsetzbar. Für die Deckenmontage werden Domkameras angeboten und in Briefkästen oder Klingeltableaus werden oft sogenannte Kugelkameras eingebaut. Bei letzteren kann die Position der Kameralinse besonders flexibel eingesetzt werden. Für verdeckten Einbau gibt es auch Minikameras. Was immer man verwendet, wenn möglich, empfiehlt sich die Auswahl einer Kamera mit einem Vario-Objektiv. Damit kann der Erfassungsbereich nochmals an die vorhandenen Verhältnisse angepasst werden. An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis. Netzwerkkameras, auch als IP-Kameras bekannt, können mit dem Kamera-Interface nicht verbunden werden. Bitte schaut bei der Wahl auch darauf, dass es sich um eine einfache CCTV-Analogkamera handelt und nicht um eine AHD-Kamera. Das Signal einer Analog-HD-Kamera kann vom Kamera-Interface nicht verarbeitet werden. Diese Kameras haben eine höhere Auflösung und werden in der Videoüberwachung eingesetzt. Bitte beachtet, dass eine Videotürsprechanlage andere Anforderungen erfüllt als eine Videoüberwachungsanlage. Das Kamera-Interface hat drei Anschlüsse. An den Anschlüssen mit der Bezeichnung Bus wird das Interface mit der zugeordneten Türstation oder dem Einbaulautsprecher verbunden. An den Anschlüssen mit der Bezeichnung Video wird das Videosignal von der Kamera eingespeist, wobei hier die Leitungslänge zwischen Kamera und Kamera-Interface mit maximal 3 Metern festgelegt ist. Über die Anschlüsse mit der Bezeichnung PWR, Power, versorgt das Kamera-Interface die angeschlossene Kamera mit 12 Volt Versorgungsspannung. Hier aber Achtung! Das Kamera-Interface liefert nur maximal 150 mA. Das reicht gerade für die Versorgung einer Kamera in Standardausführung ohne Infrarot-LEDs. Kameras mit Infrarot-LEDs zur besseren Ausleuchtung bei Dunkelheit haben oft eine höhere Stromaufnahme als die besagten 150 mA. Diese müssen dann über ein separates Netzgerät versorgt werden. Bitte berücksichtigt das. In diesem Zusammenhang noch ein Tipp zum Anschließen der Kamera an das Kamera-Interface. Wie schon gezeigt, sind die meisten Kameras mit standardisierten Anschlüssen versehen. Zum Anschließen habt ihr hier zwei Möglichkeiten. Entweder ihr schneidet die Anschlüsse ab, hier aber bitte nach der Verteilung, trennt die beiden Leitungspole und schließt sie direkt an die Anschlusskämmen an. Dabei bitte Kurzschlüsse vermeiden. Der einfachere und sicherere Weg ist die Verwendung von Adaptern. Diese gibt es als BNC-Adapter auf 2 Draht bzw. 12 Volt Steckverbinder mit Schraubklemmen oder vorkonfektionierte Anschlussleitungen. Zum Schluss müssen wir die Kamera über das Kamera-Interface noch der richtigen Türstation zuordnen. Das ist sehr einfach. Die beiden Steckplätze P, wieder 10er Stelle und 1er Stelle, bekommen die gleiche Adresse wie die zugeordnete Türstation bzw. der zugeordnete Einbaulautsprecher. Im angeführten Beispiel also P ist gleich 1. Die anderen Steckplätze brauchen wir für diese Anwendung nicht berücksichtigen. Es gibt dann auch noch die Möglichkeit, bei Abrufen der Kamera einen Lichtaktor oder eine Szene aus der Home-Gebäudeautomation einzuschalten. Bei mehreren Türstationen kann die Kamera bei Bedarf auch nur nach Ruf von bestimmten Türstationen abgerufen werden. Das aber sind eher seltene Anwendungen, die ich hier nicht behandeln möchte.
Wie das aber funktioniert, erfahrt ihr aus der beigepackten Bedienungsanleitung bzw. bei unseren Technikteams in Deutschland und in Österreich. Wenn ihr Fragen habt, teilt es mir unten in den Kommentaren mit. Wenn ihr mehr von mir sehen oder weitere Informationen erhalten wollt, dann könnt ihr sehr gerne diesen Kanal abonnieren. Damit bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video online geht. Also, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Heinrich.